Hallo Leute, und heute geht es dann wieder weiter mit meinem Special. Und für dieses Special habe ich mir jetzt überlegt, da ja die BG3 Promo-Phase begonnen hat, habe ich mir überlegt, euch heute meine Safe-Mid- und Banger-Musik-Sammlung zu zeigen. Und zwar ein bisschen kürzer heute. Ich habe mir meine letzten Specials angeguckt und die kamen mir ein bisschen zu lang vor. Jetzt habe ich mir überlegt, es ein bisschen kürzer zu halten. Ich hoffe, das wird jetzt nicht allzu kurz und ihr seht alles. Und ich werde beginnen mit meiner Selfmade-Sammlung. Und zwar habe ich hier das Zuhälter Tape 1 Christmas Edition. Und so sieht es dann von hinten aus. Und jetzt kommen wir zum nächsten. Und zwar zum Zuhälter Tape 2 und Boss der Bosse. Ja, das sieht so von hinten aus. Und jetzt kommen wir zum nächsten. Und zwar zu Alpha Gene. Und da muss ich sagen, hier wurde ich erst aufmerksam auf Kollege. Hier fand ich die Videoskopplung so gut, dass ich mir gleich das Album gekauft habe und auch ein schönes Album und auch sein wahrscheinlich sein Meisterwerk. Das ist ein richtig geiles Album, von vorne bis hinten konnte ich es durchhören. Hat mir auch ziemlich gut gefallen. Und ja, die anderen, also Zuhälter Tape 1 und 2 habe ich erst danach gekauft, muss ich sagen. Und ja, dann kommen wir zum nächsten und zwar zum Kollege-Album. Ja, Leute, das heißt wirklich so, das ist heißt Kollege Album, also es heißt Kollege das Album. Ja, und so sieht es da von hinten aus, auch ein ziemlich cooles Album. Konnte ich auch komplett durchhören. Und jetzt kommen wir zum nächsten und zwar King, und da ist auch der Moment jetzt langsam, wo mir Kollege nicht mehr so gut gefallen hat. Das Album ist zwar noch relativ cool, aber ist nicht mehr der Style, den ich so feiere. Und jetzt kommen wir zum nächsten und zwar zum Zuhälter Tape 4. Und den Zuhälter Tape 4 fand ich jetzt auch nicht mehr so gut, muss ich sagen. Und da habe ich mir aber die Box gekauft. Und aber nur aus einem Grund, weil hier auch ein schönes Ding dabei war. Und zwar dieses Lost Tape von Rispo und Kollege. Und ja, so sieht es von hinten aus. Das Lost Tape haben sie zusammen also da haben sie sich zusammengesetzt und haben alte Festplatten durchgeguckt und ihre PCs durchgeguckt und haben sich gedacht, jetzt bringen sie das mal auf die CD raus und haben sie es hier auf die CD gepresst, auf den Lost Tape, und haben sie es hier in den Zuhälter Tape Box reingepackt, in den Zuhälter Tape 4 Box. Und deswegen habe ich es mir gekauft, weil ich finde die Rispo Beats immer ziemlich geil oder fand die immer ziemlich cool. Ich hoffe, dass er irgendwann nochmal weitermacht mit seine, dass er wieder Beats produziert. Und jetzt kommen wir auch zum nächsten. Und zu Harlequin, zu Faith, sein erstes Debütalbum. Und so sieht es von hinten aus. Und jetzt kommen wir zum nächsten Album. Und zwar haben wir hier Christoph Alex. Und zwar das vom Faith, das Album. Und so sieht es da von hinten aus. Und jetzt gehen wir auch schon weiter zu, und das war jetzt auch das letzte Album von Faith. Und da kommen wir hier zur Chronik 2. Leider fehlt mir Chronik 1, das ist der Selfmade-Sampler übrigens. Ja, so sieht der dann von hinten aus. Und so nochmal ganz kurz von vorne. Fehlt mir der Selfmade-Sampler 1, also Chronik 1 fehlt mir. Aber werde ich nochmal mir nachkaufen, falls es den noch irgendwo zu kaufen gibt. Und jetzt kommen wir zum nächsten, und zwar zu Jung, Brutal, Gut aussehend 1. Und so sieht es denn von hinten aus. Und dann kommen wir zum, mache ich jetzt, kommen wir zum, zu, ach Quatsch, was sage ich hier? Das ist Jung, Brutal, Gut aussehend 2. Und ja, so sieht es denn von hinten aus. So. Und das packe ich mal zur Seite. Das mache ich mal hier hin. Und jetzt kommen wir zu Banger Musik. Und da haben wir auch schon Asphalt Massaker 1. Und ja, da werden jetzt einige sagen, aber das ist doch gar nicht über Banger Musik rausgekommen. Ja, das stimmt. Das ist noch über German Dream rausgekommen. Aber da ich die Banger Musik Sammlung euch zeigen wollte, habe ich mir gedacht, machst du das mal mit rein. Es passt auch ganz gut. War ja Farid Bang, der Oberhaupt von Banger Musik ist, habe ich mir das mal hier noch dazu genommen. Und da habe ich jetzt auch schon das nächste, und zwar Asphalt Massaker 2. Und so sieht es dann von hinten aus. Und ja, auch nicht über Banger Musik. Aber da kommen wir jetzt zum nächsten, was über Banger Musik rausgekommen ist. Und zwar das Killer-Album.
Ja, das sieht dann so von hinten aus. Und ja, dazu habe ich auch eine Box. Und kann ich ja irgendwann, mache ich dann ein Unboxing mal zu der Box, wenn ihr das sehen wollt. Und ja, aber ich denke, ich werde das auch sowieso machen, weil ich will euch meine ganze Sammlung mal komplett zeigen. Und da zeige ich euch natürlich auch die Boxen, die ich dann noch habe. Und dann habe ich hier das nächste, und zwar Blut vom Fight Bang. Und da habe ich natürlich auch die Box und das Unboxing dazu habe ich ja auch. Das kann ich jetzt, ich weiß jetzt nicht, hier oder so verlinken. Jemand, der es noch nicht gesehen hat, kann sich das ja gerne angucken. Und ja, so sieht es dann aus von vorne und so von hinten. Gut, dann kommen wir zum nächsten. Und dazu, da kommen wir jetzt zu Summer Jam. Und da wir ja auch nicht über Banger Musik rausgekommen. Aber auch ein ziemlich geiles Album und das heißt Feierabend. Und ja, dann kommen wir zum nächsten Summer Jam Album und das ist Sucuk und Champagner. Das sieht dann so aus und das ist die Deluxe Edition. So von hinten und so nochmal von vorne. Packe ich auch mal zur Seite wieder. Und dann kommen wir zum nächsten Summer Jam Album und das war Hack. Ah, hier ist die Hülle kaputt. Das ist so ein schöner Pappschuber. So sieht es dann von hinten aus. Und der Pappschuber, da zeige ich euch mal ganz kurz. Wenn man den rausnimmt, die CD, sieht die so aus. Also nicht wirklich anders. Also packe ich mal wieder weg. Und dann kommen wir zu Genesis. Da habe ich mir die Box gegönnt, weil ich auch noch die EP noch dazu haben wollte. Die Summer der Hammer EP, die sieht so aus. Und so, jetzt zeige ich euch nochmal Genesis. So. Ups. Und so von hinten. Das Album, das Summer Jam Album hat mir jetzt nicht so gefallen und auch die EP nicht. Die EP hätte ruhig ein bisschen härter sein können, auch die Namengerechtheit. Summer der Hammer, da hätte ich jetzt ein bisschen Hammer Twist gehabt und hätte ich gerne gehabt, aber das hat er hier nicht gebracht. Naja, gut. Dann zeige ich euch das, die Sachen, die ihr eh schon kennt. Und zwar habe ich hier einmal Maximum. Ja. So. Das habe ich jetzt noch mal dazu gepackt, damit die komplette Sammlung, damit ihr meine Sammlung komplett sehen könnt. Und ja, das Maximum Mixtape. Kennt ihr alles? Habe ich auch Unboxing gemacht, kann ich euch noch mal verlinken. Und dann habe ich hier halt das Macho und Coro Album Blanco und ihre LP. Der Stresserblick LP, genau. Und dazu habe ich auch ein Unboxing gemacht, kann ich auch verlinken. Oder mal gucken, ob ich das überhaupt hier irgendwo verlinken kann. Ich muss jetzt mal ausprobieren, wo ich das genau verlinke oder am Ende des Videos. Und ja, dann war es das auch mit meiner Selfmade- und Banger-Musik-Sammlung. Und ich würde mal sagen, danke fürs Zuschauen und ciao. Oder geht's jetzt zu JBG? Ist das jetzt schon eins oder? Ne, zwei, es kommt noch gut. Das ist JBG 3. Tut mir leid. Ja. Ja, das wäre geil, wenn ich JBG 3 schon hätte. Nein, das ist JBG 1.